Nike launcht also die neue Nike Phantom GX Generation. Doch was hat sich im neuen Modell verändert? Was sind die Vor- und Nachteile und ist das neue Modell tatsächlich das bessere? Das klären wir jetzt im Video. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und zum Nike Phantom GX Vergleich. Wie habt ihr euch gewünscht? Alte Generation versus neue Generation. Was hat sich verändert? Welcher Fußballschuh lohnt sich mehr? Das klären wir jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Starten wir also direkt mal rein mit dem Thema Optik. Hier haben wir beide Modelle für euch am Start. Etwas länger kennt ihr natürlich den Nike Phantom GX. Haben wir jetzt hier auch im offiziellen Launch Colorway ausgewählt, in diesem blau-pinken Design. Damals ein Fußballschuh, der mich extrem umgehauen hat vom Design, fand ich den sehr, sehr stark. Endlich auch ein Schuh, der optisch an den Nike Mercurial rankommt. Da war wirklich ein sehr, sehr cooler Einstand, auch mit dem limitierten Launch-Modell in Pink. Fand ich sehr, sehr stark. Hier haben wir das offizielle Launch Colorway zum Nike Phantom GX 2 aus dem neuen Nike Mad Ready Pack. Das kam jetzt frisch raus. Falls ihr euch den neuen oder alten Nike Phantom sichern wollt, haben wir unten verlinkt. Den gibt es nicht mehr allzu lang, seid allzu schnell. Und den haben wir für euch natürlich jetzt frisch verlinkt. Findet ihr unten in der Beschreibung. Was die Optik von diesem Fußballschuh angeht, muss ich sagen, finde ich das Kryptonit-Obermaterial, was ich erst sehr an das steife und unflexible Obermaterial von Phantom Luna erinnert hat. Optisch muss ich sagen, finde ich dieses helle Cremeweiß aber wirklich sehr, sehr cool, vor allem auf der Socke auch mit diesem leichten Glitch-Effekt. Der harte Cut an der Außenseite, vor allem hier oben muss ich sagen, ist nicht so unbedingt mein Fall. Hätte mir ehrlicherweise gedacht, dass ich den gar nicht feiere, desto länger ich den aber am Start habe, auch on-feed finde ich den optisch immer stärker. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, was die Optik angeht, bin ich noch beim Phantom GX 1. Ich finde ihn einfach ein bisschen cleaner, sportlicher und auch ja, spezieller. Deswegen bleibe ich beim alten Colorway. Ihr könnt natürlich immer gerne eure Meinung unten da lassen. Außerdem von der Optik hat sich sonst auch noch ein bisschen was verändert, was die Schnürung angeht. Wir haben kein Ghost Lacing mehr, was wir bei der High-Cut-Variante haben. Zwar hier auch ein Two-Piece-Upper, hier ist ein One-Piece-Upper. Die Socke an sich hat sich ein bisschen verändert, was die Form hier oben angeht. Auch die Sohle ist eigentlich komplett neu. Ist ja quasi zusammengewürfelt aus dem GX und Luna. Und wie gesagt, dieser optisch harte Cut hier auf der Außenseite. Auch der Nike-Swoosh ist deutlich kleiner als hier. Dieser doppelte Nike-Swoosh. Innenseite relativ ähnlich, kann man sagen. Aber ja, ich bleibe optisch tatsächlich beim alten Nike Phantom GX. Machen wir weiter mit dem bereits angesprochenen Obermaterial. Wir haben hier beim GX 1 das Nike Kryptonit Obermaterial. So ein wachsartiges Obermaterial, was fast so ein bisschen klebrig wirkt. Am Ball soll es einfach helfen, optimalen Grip und natürlich auch optimale Kontrolle, egal bei welchen Wetterverhältnissen zu haben. Das ist Nike bei diesem Obermaterial extrem gut gelungen. Es ist ultra weich, flexibel. Man fühlt sich direkt sehr, sehr wohl in diesem Fußballschuh. Ich war direkt ein großer Fan davon. Deshalb war ich auch sehr skeptisch für das Update, weil ich die ganze Zeit mir überlegt habe, was soll man denn jetzt hier verbessern? Da hat es aber Nike tatsächlich trotzdem geschafft. Und zwar hat man sich hier überlegt, das Kryptonit beizubehalten. Das spürt man auch. Aber das Ganze mit dem Kryptonit des Nike Lunas zu kombinieren, also diese 3D-Rips quasi zusätzlich zu diesem Kryptonit-Obermaterial zu bringen, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat man auch dieses Wachsartige leicht verringert, dass man nicht am Ball kleben bleibt, wenn es mal nicht nass ist, was bei dem jetzt nicht unbedingt vorgekommen ist, aber natürlich Potenzial hat. Und zum anderen soll es ein bisschen effektiver sein in Kombination mit diesen 3D-Rips des Nike Kryptonits. Auch das ist wirklich überraschend soft und weich, wirklich sehr, sehr angenehm. Sieht auf den Bildern sehr steif aus, ist aber direkt aus der Box wirklich sehr, sehr angenehm weich und on-feed tatsächlich ähnlich flexibel wie hier beim GX1. Das heißt, hier muss ich echt sagen, hätte ich nicht gedacht, dass Nike das hier so auf den Platz bekommt. Gefällt mir überraschend gut. Ist ein bisschen angenehmer am Ball, wenn man dieses leicht klebrige nicht so krass mag. Das ist, wie gesagt, verringert. On-feed merkt man aber tatsächlich gar keinen so großen Unterschied. Ich bleibe beim etwas direkteren Touch, was beim GX1 der Fall ist. Hier hat man ja, wie gesagt, durch diese 3D-Rips ein bisschen mehr Abstand dann zum Ball. Auch im Bereich der Passform bzw. Fit und Komfort hat sich ein bisschen was verändert und ein bisschen was ist auch gleich geblieben. Zum einen
Das war ja schon ein Fußballschuh, der sehr gut geeignet ist für breite Füße, haben wir auch gesagt, im Vorderfußbereich viel Volumen, angenehmes, anpassungsfähiges Obermaterial, sehr, sehr guter Komfort und auch eine Fersenkonfiguration, die extrem gut war, weil einfach der Mittelteil weggelassen wurde. So war vor allem das Thema Komfort sehr gut beim GX1. Beim GX2 muss man sagen, ist es ein ähnliches Feeling, man fühlt sich genauso wohl in diesem Fußballschuh, der Komfort ist genauso gut, muss man also sagen, gibt es keinen Nachteil. Hier ist eher so der Vorteil, es ist ein One-Layer-Upper, das heißt, hier haben wir ja zwei Schichten, sieht man hier auch, mit diesem Ghost-Lacing quasi. Hier ist das Ganze in einem Layer gemacht, dadurch ist es ein bisschen unstrukturierter, ein bisschen anpassungsfähiger, fühlt sich am Fuß ein bisschen freier an. Ist jetzt kein Riesenunterschied zum GX1, aber vor allem im Vorderfußbereich hat man sogar noch ein bisschen mehr Volumen. Dadurch knickt es auch ein bisschen mehr, wenn man den Fuß quasi ja, beugt. Aber was den Komfort angeht, muss ich sagen, war ich hier auch sehr zufrieden. Auch die Ferse hier sehr, sehr angenehm, hatte keinen Druckstellen, keine Blasenbildung. Ich muss sagen, da machen beide Fußballschuhe eine sehr gute Figur. Der GX2 tatsächlich sogar ein bisschen besser noch für breite Füße, weil er einfach noch ein bisschen mehr Freiheit bietet und vor allem im Vorderfußbereich genügend Volumen hat. Weiter geht's mit der nächsten Änderung, was hier die Sohle von diesem Fußballschuh ist. Starten wir mal rein mit dem GX1. Das ist ja hier die Sohle, die in drei verschiedenen Stollenkonfigurationen rauskam. Wir haben runde Stollen, pfeilförmige Stollen und dreieckige Stollen. Soll einfach helfen, hier vor allem am Antritt und beim schnellen Richtungswechsel optimal zu unterstützen. Ich muss sagen, ich fand die Sohle sehr, sehr gut. Also war es keins, was ich ein Problem hatte. Mittelfußbereich war wirklich hier der Mangel des Schuhs. Zum einen, man sieht es auch bei meinem Modell, ist hier tatsächlich gerissen in der kalten Jahreszeit. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Und der Mittelfußbereich hat etwas wenig Kontrolle. Man kann den Fußballschuh komplett zusammenklappen, mache ich jetzt nicht, dass es nochmal bricht. Aber da sieht man einfach, dass dem Schuh ein bisschen Halt fehlt tatsächlich. Das war so ein bisschen der Mangel an dieser Sohle. Beim GX2 haben wir eine komplett neue Sohle bekommen, die des Phantom Luna. Hier auch die Hauptidee des Phantom Luna, und zwar das Nike Cyclone 360 Tooling. Das heißt, wir haben hier eine Stollenkonfiguration im Vorderfußbereich, was helfen soll, ja besser die Wendigkeit auf den Platz zu bringen. Das heißt, besser aus der Kurve zu beschleunigen und effektiver eine Drehung auf den Platz zu bringen. Gleichzeitig soll das statistisch bewiesen sein, dass dieses Cyclone 360 Tooling die Knieverletzungen verhindern soll bzw. verringern soll. Das heißt, dass einfach hier durch diese Anordnung der Stollen in einem Kreis das Ganze helfen soll, dass man nicht im Rasen hängen bleibt, vor allem auf Kunstrasen ist das eher der Fall, um dadurch natürlich die Belastung des Knies ein bisschen zu verringern. Kann ich jetzt nicht belegen, ob das wirklich so ist. Es ist ein bisschen strange am Anfang, einfach weil das hier sich anfühlt wie ein separates Sohlenteil, auch auf dem Platz. Beim Drehen, muss man sagen, spürt man das schon. Ich bin aber nicht wirklich so ein großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gefällt mir die Sohle des Phantom GX1 irgendwie ein bisschen besser, ist aber absolut Präferenzen. Das einzige Problem ist, oder was ich jetzt ein bisschen komisch finde, weil das soll hier das Update sein, die Schwäche von diesem Fußballschuh hier im Mittelfußbereich ist identisch. Das heißt, auch hier ein bisschen wenig Stabilität und Halt, ist jetzt nicht ultra negativ, aber wundert mich, warum man es bei der neuen Generation noch nicht verbessert hat. Aber was die Sohle angeht, bin ich eher beim GX1. Heißt das jetzt also, ich bin ganz klar bei diesem Modell? Man muss tatsächlich sagen, als ich zum ersten Mal vom Update gehört habe, die ersten Bilder gesehen habe, war ich absolut skeptisch. Fand ihn weder schön noch effektiv und habe mir nicht vorstellen können, dass es funktioniert. Tatsächlich muss ich aber sagen, Onfeed macht dieser Fußballschuh eine wirklich sehr gute Figur. Man spürt nicht so einen Riesenunterschied, was das Obermaterial angeht. Das finde ich trotzdem sehr gut. Ist vielleicht ein leichter Schritt nach vorne. Das ist immer natürlich die Frage, was man mehr mag. Ansonsten ist es definitiv kein Downgrade, was viele gedacht haben, was auch ich gesagt habe oder zuerst gedacht habe. Man merkt am Fuß einfach weiterhin ein sehr, sehr guter Fußballschuh. Ob es wirklich ein Update gebraucht hätte, weiß ich nicht unbedingt, weil der GX1 tatsächlich endlich mal ein Schuh war, der auch im Nike Mercurial mithalten konnte, was die Beliebtheit angeht. Aber man muss natürlich in der Fußballschuhwelt, wo alles immer sehr, sehr schnell ist, den nächsten Schritt gehen. Das hat Nike jetzt mit diesem Fußballschuh gemacht. Ich muss sagen, ich bleibe weiterhin beim GX1, soll aber nicht heißen, dass ich den GX2 nicht feiere. Hier hat mich das Ganze auf jeden Fall komplett anders überzeugt, dass ich den jetzt trotzdem sehr, sehr gut finde. Ganz an den GX1, zumindest meiner Präferenz nach, kommt er nicht ran. Vorteil bei diesem hier, der Preis ist minimal gefallen.
ist leider nicht so, wie die meisten gedacht haben, dass es 100 Euro günstiger ist, weil einfach sehr beliebt ist. Das heißt, der wird nicht mehr produziert. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, habt ihr gehört, unten in der Beschreibung. Und ich bin mal gespannt, Leute, was ihr denn sagt zu diesem Fußballschuh, welchen ihr mehr feiert, denn die erste Generation oder die zweite Generation. Bin gespannt auf die kommenden Colorways und eure Meinung gerne mal unten in den Kommentaren dalassen. Das soll es auch schon jetzt im heutigen Video zum Nike Phantom GX Vergleich gewesen sein. Bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit, welchen Fußballschuh ihr denn wählen würdet. Alt versus neu, gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren dalassen. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Falls ihr keine Videos mehr in der Zukunft verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.